In dieser relativ kleinen Packung war diese relativ große Stehlampe drin. Da steht sie, das ist die Techin LED Stehlampe. Ein sehr schlichtes, minimalistisches Design. Die habe ich jetzt hier seit einer ganzen Weile schon bei mir zu Hause stehen und dachte, ich erzähle euch mal kurz was darüber. Wir fangen mal ganz hier unten an. Da haben wir den Standfuß. Der ist auch schwer, damit wir hier einen stabilen Stand haben. Unten kommt das Stromkäbelchen raus. Das ist erstmal nur so lang und dann wird hier gegengestöpselt und auf der anderen Seite haben wir dann den ganz normalen Netzstecker zu der Geschichte. Und der Zusammenbau ist sehr einfach. Man muss hier drei Rohre zusammenschrauben. Das ist einmal hier an der Stelle und einmal hier oben an der Stelle wird es nochmal zusammengeschraubt. Wer eine IKEA-Lampe zusammenbekommt, der schafft auch das hier. Und diese Lampe hier ist dimmbar. Hier unten drunter haben wir die LEDs. Ihr seht, ein sehr ebenes Licht haben wir hier. Das ist sehr, sehr gleichmäßig gehalten. Und man kann das hier kippen. Das ist also ein ganz schlichter Schirm. Und den kann man hier noch so zur Seite drehen. Was ich persönlich sehr schön finde, da man dort eine tolle, ja, passive Beleuchtung auch an die Wand bringen kann. So, dass man dann überhaupt gar nicht geblendet wird, sondern als, ja, indirektes Licht, indirekte Lichtquelle. Oder man stellt es eben nach unten. Dann wird auch mehr hier der Boden beleuchtet, als wenn es hier so an die Wand abgestrahlt wird. Aber ja, finde ich sehr schön, diese Option. Lässt sich auch wunderbar verstellen. Ja, da gibt es also gar keine Probleme. Alles hier aus Metall, dieser ganze Mechanismus, das wird halten. Hier die Farbtemperatur, die beträgt 3000 Kelvin. Und das Ding wird richtig hell. Also wenn man das abends mal anhat und man schaltet es dann auch so ein bisschen gegen die Wand. So habe ich das meistens gehabt, dass dort gegen die Wand und auch nach unten abgestrahlt wird. Dann ist das richtig schön hell. Und ich finde die Farbtemperatur, die ist auch angenehm. Die Touchsteuerung finden wir hier. Ein ganz einfaches Bedienfeld. Einmal drauf tippen, Lampe geht aus. Nochmal drauf, Lampe geht an. Gedrückt halten, dann wird hier runter gedimmt. Und dann nochmal gedrückt halten, dann wird wieder hochgedimmt. Und das geht dann bis maximal 5% geht es runter und natürlich bis 100% kann man dann nochmal hier hochdimmen. Klappt einwandfrei. Sehr, sehr einfaches Bedienkonzept. Schöne, einfache Lampe. Also ich finde es schön. Ich mag ja so ein schlichtes Design. Ganz unverschnörkelt und straight. Also wem das auch gefällt, ich verlinke euch das Ding in der Videobeschreibung hier unten. Kostet 46,99 €. Ich finde es schön, ihr vielleicht auch. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.